Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute heben wir mal ein paar Kisten auf. Und zwar habe ich mir einmal jede Waffenkiste organisiert plus Schlüssel, was es momentan so gibt für CSGO, also was jemals in CSGO rausgekommen ist. Ich habe hier jede Kiste, auch die Bravo-Kiste. Das Ding ist, ich nehme das Video schon das zweite Mal auf. Ich habe das gestern ja eigentlich schon mal aufgenommen. Nur habe ich da dann bitter festgestellt, yo, Shadowplay hat verkackt, die Aufnahme kann man nicht verwenden. Jetzt nehme ich das zweite Mal auf und der Grund, warum es mich eigentlich so anfuckt, ist, ich habe gestern hier etwas gezogen. Etwas ziemlich Nices sogar. Und zwar Handschuhe. Und kann die Aufnahme nicht verwenden für ein Video. Und das ist halt, yo, da denke ich mir dann wirklich so, ist das euer Ernst? Auf jeden Fall, ne? Wenn ich jetzt heute nur Blut ziehe, bin ich mad. Aber was soll ich machen? Es gibt Sachen, die passieren halt. Für alle, die es interessiert, ich habe mich hier auf einer Seite die Kisten rausgesucht, weil ich ja selber nicht auswendig weiß, welche Kiste, und dass ich halt ja da einfach einen Leitfaden habe beim Kisten kaufen. Und ich finde, das ist auch ziemlich interessant. Da sieht man ja, welche Kiste wann rausgekommen ist, in welchem Datum, was für ein Tag war das, ob da sonst noch irgendwas dazu gepatcht worden ist oder ob die Kiste einfach so released worden ist. Sieht man zum Beispiel, ja, Operation Breakout war bei der Breakout-Kiste dabei. Bei der Revolver-Kiste ist auch der R8-Revolver released worden. Und was auch ganz interessant ist, man sieht, wie viele Tage zwischen den einzelnen Kisten vergangen sind. Zum Beispiel, jetzt sind es 38 Tage her, dass die Danger Zone-Case released worden ist. Aber für die Boys, die was sich das genauer anschauen wollen, ich verlinke es euch dann in der Videobeschreibung. Könnt ihr da mal selber nachgucken. Und bevor wir noch vergessen, es läuft ja momentan noch ein Giveaway, und zwar eine AK-47 Bloodsport in Field Tested. 6 Tage noch, also bis nächste Woche Samstag um Mitternacht endet dann das Giveaway. Für all die Boys, die was noch nicht mitmachen. Ich kann euch hier mal eine kurze Szene von der ersten Aufnahme zeigen, wo ich ja die Handschuhe ziehe. Von Video, also wo, ja, dann... Ich zeige es euch einfach, dann wisst ihr, was ich meine, warum ich diese Szene nicht verwenden kann für ein Video. Das einzige, was funktioniert, war die Facecam, aber yo, mit einer Facecam alleine mache ich da auch nicht viel. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass in den letzten 2 Jahren, glaube ich, nur 6 Kisten released worden sind. Insgesamt. Oh mein Gott! Nein! 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 So, ich werde die Kisten jetzt nicht in einer besonderen Reihenfolge aufheben. Ich werde mir nur zum Beispiel jetzt die teureren Kisten, wie die Bravo-Kiste, zum Schluss aufheben. Und die Waffenkisten Nummer 1. Ansonsten werde ich da einfach quer durch aufheben, je nach Lust und Laune. Und ich werde da auch gleich mal mit der Revolver beginnen, weil es ist meiner Meinung nach einer von den lowsten, beziehungsweise nicht ganz die lowste. Es gibt ja noch die Waffenkiste 3. Da kann man ja nur Pistolen ziehen, auch ein Rare Special Item, aber ja. Ich hoffe, ich ziehe noch mal was halbwegs Interessantes, weil es ist ja auch nicht gerade billig. Ich glaube, die Bravo-Kiste kostet ja derzeit 10 Euro, die Waffenkiste Nummer 1 kostet ja, bitte sehr, FT, ist nicht so nice. Die Waffenkiste Nummer 1 kostet ja auch irgendwas mit 8 Euro um den Dreh. Und, yo. So, was haben wir hier noch? Platzboard. Ja, auch interessant. Was habe ich dann bei sonst noch so an Skins gezogen? Sonst war eigentlich nur lauter Blue-Skins bei der ersten Aufnahme. Es war eigentlich nur die Handschuhe, was wirklich krass waren. Sonst eigentlich nur Bullshit. Aber man ist es ja auch nicht anders gewohnt beim Geben. Nur wenn man dann mal ein Rare Special Item unboxt und dann hat man da keine Aufnahme, ist das halt ziemlich Abfuck. Also dann geht es noch nicht mehr wirklich viel Bock, dass ich das dann nochmal aufnehme, deswegen mache ich das ja auch heute, Sonntag. Alter. So. Butterfly Knife. Butterfly Knife war eins. So, jetzt fühle ich mich dann ein bisschen verarscht hier. Jetzt kackt OBS einfach noch ab. Dieses Video-Idee steht unter keinem guten Stern.
wenn ich nicht Handschuhe dabei gezogen hätte, Alter. Es ist so lächerlich. So, welche Kiste hebeln wir als nächstes auf? Falcon-Kiste. OBS, Alter. Shadowplayer, Alter, es läuft nicht. Und dann ziehe ich jetzt wieder nur Blue. Es triggert etwas. So, was haben wir denn hier? Die Handschuhe habe ich aus der Handschuhkiste gezogen. Die werde ich mir vielleicht noch ein bisschen aufheben. Was haben wir denn hier noch so? Gamma-Kiste ist auch ziemlich nice. Ich habe die Gamma-Knives. Da kann man mal gut reinlacken. Welche Kiste feiert ihr eigentlich so am meisten? Wieder ein Blödsinn. Nice. Weil damals habe ich ja die Chroma-Kiste ziemlich gehypt. Die habe ich ziemlich oft aufgehebelt. Die Gamma-Kiste dann auch ziemlich oft. Und momentan bin ich einfach so quer durch. Weiß ja nicht, hebelt ihr eigentlich Kisten auf oder bin ich hier... Macht das sonst noch jemand? Außer mir. Weil die Chance hier mit Profit rauszugehen ist ja eigentlich sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Knife liegt bei 0,5% oder so. Oder auf ein Rare Special Item. Können ja auch Handschuhe sein, muss nicht immer ein Knife sein. Ich bin hier... Die heben wir sich auf. Lass erstmal die normalen Waffenkisten aufhebeln. So, Game, Alter. Ich würde es ziemlich hart enjoyen, dass ich hier nochmal mit Profit rausgehe. Und dann würde ich es auch noch ziemlich hart enjoyen, wenn Shadowplay und OBS nicht abkacken würde, weil das macht dann keinen Spaß mehr. So, die Handschuhe heben wir uns ja auf. Jetzt gibt es nochmal lecker Gamma. Wieder nur oh, Alter. Aber es war gestern genauso, Alter. Bei jeder Kiste zieht mindestens einmal Pink vorbei. Und dann nur ganz viel Blue, 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 Blue. Vielleicht noch einmal ein Purple Skin und dann bekomme ich wieder ein Blue Skin. Ja. So, Alter. Die M4 würde ich auch entscheiden. Oder von mir ist ein Pink Skin, Alter. Eben. Es ist lächerlich. Ja, jetzt erstmal 10-mal blau. Es läuft. Aber es kann dabei ja nur besser werden, Jungs. Ich hoffe, das Spectrum 2 kann da ein bisschen besser auch. Wieder blue. Ich fühle mich hier etwas verarscht. Okay, mal, lass mich hier nochmal reinlacken, Alter. Ich müsste immer checken, ob die Facecam eh noch geht. Ja. Aber dann ziehe ich wieder Blue Skin. Es ist wieder rum. Bullshit. Vielleicht Shadow Daggers. Wobei, ich will mich immer Red Skin genauso freuen. Das ist ja, ich muss ja nicht unbedingt ein Live sein. Aber irgendwas, dass ich halt sagen kann, okay, ich mache hier ein bisschen Profit, weil mit dem Blue Skins ist das ja nicht so der Fall. Wo war das hier um eins? Die habe ich eigentlich gesucht. Oh, Gabe, was tust du mir nur an? Dann machen wir das mal so. Gabe muss mir zuschauen. So, Jungs, jetzt habe ich mir Gabe als Desktop-Hintergrund eingerichtet. Weil vielleicht bringt das ja Glück, wenn mir Gabe hier zuschaut beim Hebeln. Vielleicht lässt er ja dann da mal was springen. Hoffentlich. Aber ja, lässt die... Oha, immer ins Stat-Track. Das ist schon mal besser als alles, was ich bis jetzt so gezogen habe. Jetzt habe ich Blue und Stat-Track. So ist man hier. Lecker Asimov, eine lecker Redline, eine Guardian. Ja, ja. So. Und dann zieht die Guardian wieder vorbei. Wieder der erste Pink Skin und ich bekomme wieder eine Blue. Die ist ja eigentlich auch ziemlich teuer. Die kostet ja auch mittlerweile schon 1 Euro. Oder war mal bei 1 Euro und ist irgendwas so zwischen 70 Cent und 1 Euro. So, Alter. Wir müssen da die E-Sport-Kisten aufhebeln.
Ist eigentlich so an Skins nichts Besonderes drin. Die X-Ray ist ja auch nichts wert und schaut auch aus wie Bullshit. Da haben wir, oh. Und dann ziehe ich die X-Ray oder wie? Ach komm doch. Jetzt ziehe ich einen Red Skin und dann diesen Bullshit, sage ich mal. Gucken, was das, für was das weggeht. Wow, 8 Euro. Krass, krass, aber okay. Wir haben hier mal Profit erzielt. Mit einer Case, da wollen wir sich nicht gleich beschweren. Dann lass die auch gleich im Hintergrund aufheben. Was mir da aufgefallen ist, bei den E-Sport-Kisten, bei diesen drei Stück, das sind die einzigen drei Waffenkisten, die was man hier nicht bewegen kann, ne? Das ist einfach ein 2D-Bild, ne? Ja, oh, oh, aber die... Das läuft gerade, ne? Da auch nochmal kurz checken. Minimal Wear. Könnte sogar mehr wert sein als die X-Ray, glaube ich. Okay, falsch geglaubt. 2 Euro, na gut. Aber es ist ein Pinkskin. Wie gesagt, da wollen wir sich nicht beschweren, Boys. Eben, nur weiter so. Du bist auf dem richtigen Weg. Wir haben hier jetzt noch... Was haben wir hier noch in Kisten? Die Vanguard. Ja. Lass die Vanguard auf. Schön den seltenen Special-Gegenstand reiben. Bringt angeblich Glück. Ja, okay. So ein Purple Skin, Ballistik, das ist vielleicht auch noch ein... Der eine oder andere Euro. Könnte man den Key wieder hier erinnern haben. So, dann haben wir hier noch eine Spectrum. Genau, ja, machen wir das so. Die Spectrum, dann die Glove Kiste. Kurz reiben. Game, was ist denn klar mit mir? Wieder perfekt. Aber die OMP ist nicht besonders. So, aus dieser Kiste habe ich ja gestern die Handschuhe gezogen. Und wenn das ich jetzt nochmal Handschuhe ziehe, glaube ich nicht. Aber irgendwas vielleicht. Das, was man, oh, Pinkskin, oh, jetzt läuft es aber gerade. Game, game. Also ich muss mir öfters geben als Desktop-Hintergrund einrichten. Das bringt vielleicht ein bisschen Glück. So. Welche Kiste haben wir es gesagt? Horizon? Ja, lass hier Horizon. Den Neon Rider würde ich ja sowas von feiern. Die ist wirklich nice. Oder die AK Asimov, die ist auch übelst sick. Da reiben wir jetzt mal die AK. Game. Ja, wie oft geht der Pink vorbei? Wie oft war das jetzt? Dreimal? Viermal? Die Hydra Case ist auch so eine Case. Wo die Kiste teurer ist als der Key selber, weil ne? Die Drop Rate von der Hydra Kiste war ja ziemlich gering während der Operation und deswegen wurde die einfach nicht so oft gedroppt und deswegen ist die sozusagen so selten und so teuer im Vergleich zu den anderen Waffenkisten. Aber man sieht sie ja genauso Bullshit wie sonst auch. So, jetzt noch die Danger Zone und dann wird es eigentlich eh schon interessant. Dann geht's schon um die Wurst, Jungs. Weil aus einer Bravo-Kiste kann man ja noch sehr gut Profit machen, wenn man richtig reinlagt. Und ich hatte bei der Bravo-Kiste schon zweimal so den ich schlag gleich den Monitor einen Moment. Das war einmal als die, wie hieß die P90 noch? Die Emerald Dragon vorbeizog ins Dead Track. Da war ich ziemlich tilted. Und einmal habe ich auch noch die Fire Serpent in Stats Track ziehen gesehen, das war dann auch nicht so nice. Weil man rechnet ja nicht damit, dass man da sowas sieht, ne? Und dann auf einmal... Tschu! Ganz langsam. Slow Motion. Du musst dir denkst, ach, zwei Felder weiter und ich hätte gerade richtig Profit gemacht. Aber egal, so, wir machen jetzt nochmal die E-Sport-Kiste. Mal hoffen, ob die jetzt auch so viel Glück bringt wie die letzten zwei. Und danach gleich die Waffenkiste 1 und dann zu guter Letzt die Bravo Case. So, die M4 ist es jetzt nicht. Dann hebeln wir jetzt noch die vorletzte Kiste auf.
eine AK Case haben, wäre auch ziemlich shit. Ja, ich reibe einfach jetzt mal so die letzten 4 Items. Und hoffe, Game, du bringt... Oh, da zieht schon wieder alles vorbei. Was ist das? Und da kommt... Ne, oh. Only Blue. Dann habe ich ja gleich gar keinen Bock mehr auf die letzte Case. Game. Gib mir die Fire Serpent. Ja, du schuldest mir jetzt was. Ich meine nicht gut, ich habe gestern Handschuhe gezogen, aber... Boy. Was du mir mit dieser Bravo-Kiste schon angetan hast, das ist nicht feierlich. Bitte Game, bitte. Oh, das war ja so klar. Wieso passiert mir das immer? Gut, wir haben jetzt einmal ein Red-Item, einmal ein Pink-Item und sonst nur... Nein, 2 Pink-Items sogar. Sorry, mate. Aber das ist halt... Overall nothing. Das Ding ist... meisten, also manche Kisten sind ja nicht gerade billig und was man hier halt so zieht, ist halt... Yo. Und... dass ich davon einfach keine Aufnahme habe, das... ist das, was mich einfach am meisten zieht. Das wäre so ein nices Video geworden, Jungs. Aber yo. Kann man nichts dagegen machen. Manche Sachen passieren einfach. Das ist... Schicksal fickt jeden von uns. Kennt ihr das? Wenn man dann am Ende des... oder fast am Ende des Videos bemerkt, dass OBS unter der Aufnahme einfach mal die Aufnahme abbricht. Ey, was ist das für ein Bullshit in letzter Zeit? Wirklich? Nehme ich das schon zweimal auf, beim ersten Mal Shadowblade verkackt, dann jetzt verkackt OBS. Ja, ja, also GG. Wenn ich da keine Handschuhe geunboxed hätte, würde es mich jetzt richtig abfacken, ne? Ich meine, es, wie gesagt, geht mir schon auf den Sack, dass ich davon jetzt keine Aufnahme habe, aber yo, so kann ich sagen, ich bin overall jetzt noch mit, ja, plus minus null. Aber ja, was soll man machen, Jungs? Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und nicht... ja, auch ein riesen Support für mich. Wie gesagt, vergesst nicht das Giveaway, checkt es nochmal ab. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung sowie auch diesen einen Link zu dieser Webseite, falls das wen interessiert. Dann kann man da ja mal die Kisten nachlesen, wann, wie, was, wo released worden ist und so weiter und so fort. Und dann sage ich einfach nochmal Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.